Herzlich willkommen zum neuen Video, mein Name ist Roger. Ja, es ist passiert. Ich habe gegen meine Prinzipien verstoßen. Noch bevor der Depotwert die 50.000 erreicht hat, habe ich das erste Mal mir eine Einzelaktie ins Depot gelegt. Slack Technologies ist es geworden. Wieso, weshalb, warum, erzähle ich gleich. Zu meiner Verteidigung, es gibt eine Vorgeschichte, gehe ich gleich näher darauf ein. Da ich aber halt auch denke, dass der ein oder andere neue Zuschauer jetzt, wo dann halt auch Einzelaktien ins Spiel kommen, auf den Kanal stößt, will ich mich ganz kurz an dieser Stelle vorstellen. Mein Name ist Roger, wie eben schon erwähnt, bin 42 Jahre alt, bin in ETFs investiert seit März 2019, also noch ganz frisch an der Börse, habe vorher investiert in Kryptowährungen wie Ethereum, Litecoin und XRP, mache ich nach wie vor, aber habe das Ganze halt auch erweitert in dem Bereich ETFs und Einzelaktien war immer mal geplant hinzuzukommen, aber nun ist es doch eher geworden. Euch wird es auf dem Thumbnail schon aufgefallen sein, es steht dort Unternehmensvorstellung. Ich habe mir halt wirklich überlegt, soll ich jetzt ein Video dazu machen oder soll einfach nur das Depot-Update, das Ganze ins Depot-Update einbauen mit ein paar Worten dazu. Und ich hatte ja auch die ganze Zeit noch die Finger von Einzelaktien gelassen, weil ich gesagt habe, ich traue mir das noch nicht so zu. So, ich habe jetzt nicht nur ein gutes Gefühl bei Slack Technologies, sondern halt habe das Unternehmen schon seit Februar auf dem Schirm gehabt und habe das aber nicht groß jetzt hier auf dem Kanal breitgetreten, weiter verfolgt, auch in meine Watchlist reingepackt, da stehen noch ein paar andere Firmen drin und habe auch selbst immer Aktienanalysen nachverfolgt auf YouTube und in diversen Blogs. Und habe also auch weitergelernt. Und damit hört man ja halt auch nie auf. Und irgendwann war ja dann klar, will ich dann halt auch mal in die erste Einzelaktie rein. Es wird hier auf dem Kanal keine detaillierten Aktienanalysen geben. Es gibt meiner Meinung nach so viele gute Aktienanalysten hier auf YouTube. Ich persönlich verfolge unheimlich gerne den Aktienfinder von Thorsten Tiet. Nutze auch die Seite und kann ich an der Stelle nur empfehlen. Ich will hier wirklich nur Unternehmen vorstellen, in die ich investiere, aber eine genaue Analyse wird es hier nicht geben. Ich denke halt einfach, das können andere definitiv besser. Mir fehlt da halt auch einfach, sage ich mal, das Know-how. Ich kann das halt für mich stundenlang hier für mich im Stillen machen, aber das Ganze kompakt in ein 20-Minuten-Video rein, das wird mir nicht gelingen. Ich will euch da auch da nichts Falsches erzählen Ja, ich tue mir damit einfach schwer. Dementsprechend halt, ihr braucht auch keine Sorgen zu haben, wenn ich mir mal irgendwann sollte Shell ins Depot reinlegen. Es wird keine Shell-Unternehmensvorstellung geben, die gibt es schon zuhauf bei YouTube. Aber wenn es jetzt wie in dem Fall zum Beispiel Slack Technology ist, will ich es dann halt doch mal tun. Falls du neu auf meinem Kanal bist, würde ich mich freuen, wenn du es noch nicht getan hast, dass du meinen Kanal abonnierst. Das ist eine riesen Unterstützung. Gleichzeitig eine herzliche Einladung an dich, mich auf meinem Weg zu begleiten. Und natürlich hat auch der Hinweis, alles, was ich hier auf meinem Kanal zeige, ist keine Anlageberatung, keine Empfehlung. Jeder ist für sein Geld selber verantwortlich. Mein Weg ist nicht dein Weg. Mein Kanal soll einfach bezwecken, dir vielleicht den einen oder anderen Denkanstoß zu liefern. Oder es ist vielleicht auch ganz interessant, weil ich halt auch keine 20 oder 25 bin, sondern schon 42, wie ich doch relativ spät mit dem Investieren angefangen habe, aber lange Rede, kurzer Sinn, fangen wir an, Slack Technologies. Ja, also, was ist Slack Technologies? Slack Technologies bringt Teams in Channels zusammen. Nachrichten, Tools, Dateien sind dann alle an einem Ort. Das Ganze ist im beruht auf Homeoffice. Ich bin selbst, jetzt nicht selber von Homeoffice betroffen. Bei uns in der Firma gibt es einen oder anderen, der im Homeoffice tätig ist. Aber ich sage mal zumindest, das Tool Zoom sollte jedem ein Begriff sein. Und im Februar hat sich das ja mit Corona so langsam angedeutet, wie extrem das Ganze wird, wusste natürlich zu dem Zeitpunkt auch noch niemand. Jetzt sind wir halt schlauer im Juni schon. Und ich bin mir halt auch sicher, das Thema Homeoffice wird auch nicht mehr wegzudenken sein, beziehungsweise wird jetzt schneller Fahrt aufnehmen, als wie es halt eigentlich von den Unternehmen geplant war. Und ja, was ist Slack
Technologies halt für eine Firma. Wurde ursprünglich gegründet in Kanada, dann wurde der Firmensitz verlegt nach San Francisco, hat Stand Ende 2019 1664 Mitarbeiter und 2019 lag der Umsatz bei 401 Millionen US-Dollar. Ja, die Liste der Technologiepartner ist praktisch fast jeden Monat gewachsen. Man sieht halt, Zoom dürfte wirklich vielen Leuten gerade hier im deutschen Raum im Griff sein. Dropbox kennen auch viele. Dann gibt es halt natürlich noch Servicepartner. Da sage ich mal, ist Rainmaker vielleicht dem einen oder anderen Begriff. Ich kenne es auf jeden Fall. Und natürlich McAfee, Symantec sind eigentlich jetzt so die Kandidaten, die so geläufig sind. Ich habe mich über das ein oder andere Unternehmen auch schon mal informiert. Eins steht auch auf der Watchlist, aber ist nicht im Depot. Und über ungelegte Eier muss man halt nicht reden. Ich habe Slack Technologies heute gekauft, 21 Stück zum Preis von 28,30 Euro. Und wenn man jetzt halt auf den Chart schaut, man sieht halt, Slack Technologies ist jetzt ungefähr knapp ein Jahr, ein bisschen mehr als ein Jahr am Markt. Und wir müssen mal abwarten, wo die Reise hingeht. Das steckt alles noch in den Kinderschuhen. Und wer jetzt schon länger hier dabei ist, der weiß halt auch, ich bin kein Trader. Also dieses Hin und Her und Verkaufen und wieder kaufen, das ist absolut nicht mein Ding. Sondern halt, ich sehe halt das Ganze nicht nur als Spekulation, sondern halt auch als Unternehmensbeteiligung. Und ich bin halt von diesem Unternehmen überzeugt. Der letzte Anstoß, dass ich mich dann halt dazu entschlossen habe, jetzt halt die Aktie schon zu kaufen, lag an der Meldung von letzten Freitag. Und zwar werden Slack und Amazon Partner. Und es beruht nicht einfach auf einer Partnerschaft, dass halt Amazon die Anwendung selbst benutzt, sondern halt, sie gehen auch eine Technologiepartnerschaft ein. Und das macht das Ganze interessant. Und in dem Moment kann man halt auch fürs Erste ausschließen, dass Slack Kunde von Microsoft wird. Es ist halt auch so, das hatte ich jetzt zum Beispiel selbst auch noch nicht auf dem Schirm, das habe ich als Vorbereitung auf dieses Video gesehen, und zwar am 11. Februar 2020 wurde bekannt, dass IBM Slack für alle seine über 300.000 Mitarbeiter einführen möchte und auch das amerikanische Technologieunternehmen Uber für seine knapp 40.000 Mitarbeiter Slack verwenden wird. Im Anschluss ist der Slack-Kurs um 4% angestiegen. Ich finde es eine unheimlich spannende Geschichte. Bin von dem Unternehmen überzeugt. Zoom hatte ich jetzt selber schon ein paar Mal im Gebrauch. Dropbox schon eine ganz lange Zeit. Und man muss halt mal abwarten, wo die Reise dahin geht. Ich finde es ein interessantes Unternehmen. Ich habe es jetzt bei mir geordnet unter Kommunikation als halt auch Software. Und ich glaube, Corona hat dafür gesorgt, dass manches Homeoffice nicht erst in 5 oder 10 Jahren umgesetzt wird, sondern schon in den nächsten 1, 2 Jahren. Einfach durch diese ganze Geschichte, dass praktisch die Unternehmen halt auf das Homeoffice-Thema so richtig drauf gedrückt wurden. Und man wird sehen, wo die Reise hingeht. Typisch, wie es bei mir halt ist. Ich kann das euch mal ganz kurz zeigen. Also ich habe die Aktie über Smart Broker gekauft und kann euch das mal ganz kurz zeigen. Bei mir ist es eigentlich immer so, wirklich immer so. Und zwar, ich habe sie zum Preis von 28,30 Euro gekauft. Ich gehe mal kurz hier auf die Vollansicht. Hier sieht man es, Einstand 28,30. Und jetzt ging es dann schon um 16,80 Euro runter. Na, jetzt haben wir aktuellen Kurs 27,50, hier sieht man es. Und 27,50, man sieht es halt. Aber das ist jetzt eine Momentaufnahme, wird man halt sehen, wo die Reise hingeht. Die erste Einzelaktie ist im Depot, welche als nächstes kommt, weiß ich nicht. Ob es jetzt sofort eine weitere geben wird, weiß ich auch nicht.
Ich halte euch auf dem Laufenden. Und wenn ihr Fragen habt, gerne wie immer halt in die Kommentare. Und wenn dir natürlich das Video gefallen hat, gerne auch Daumen hoch oder Daumen runter. Ich weiß, das ist jetzt keine Unternehmensvorstellung gewesen, wie man das halt bei einer detaillierten Aktienanalyse kennt. Ich habe das versucht, euch zu erklären und hoffe halt, ihr seht es halt wirklich als Unternehmensvorstellung. Und Dividende gibt es auch keine, das im Übrigen. Und wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare. Ich werde versuchen, sie im Rahmen meiner Möglichkeiten zu beantworten. Ich wünsche euch auf jeden Fall bis zum nächsten Video eine schöne Zeit. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Ich weiß das sehr zu schätzen und wir sehen uns. Bis dann. Ciao.